Hallihallo, Hallöche, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Rechain of Memories 1.5 HD Remix mit Rico, das heißt Reverse Rebirth, so wie es sich gehört. Im letzten Part sind wir hier in Agrabah angekommen und haben auch Jafar schon richtig in die Fresse geboxt. Und tja, der lässt sich wohl nicht mehr blicken. Wir könnten jetzt quasi direkt zum Refugium des Siegers vordringen, aber das werden wir nicht, weil ich will den Part ein bisschen füllen, deswegen werde ich alle Räume, die noch hier übrig sind, jetzt in dem Part hier ein bisschen durchschnetzeln. Und damit es auch ein bisschen schneller geht, fangen wir damit an. Bitteschön. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Danke, Mann. Ich bin noch immer für einen netten Abstecher bereit. Nicht wahr? Nee. Ich hätte echt gerne Kartensoldaten als Karte. Kartensoldaten als Karte. Damit ich so schön schnell zuhören kann wie Sora. Ah, nur noch vielleicht zwei Kämpfchen und dann haben wir wieder ein Level up. Vielleicht sogar eins, aber ich würde eher zwei tippen. Besonders wenn es nur ein einziger Gegner ist, gegen den wir kämpfen. Aber egal, dann sind es wohl wirklich noch zwei Kämpfchen. Jetzt nur noch eins. Naja, man kann sich verkalkulieren, aber wenn man sich so knapp verkalkuliert, dass nur noch zwei EP übrig bleiben für ein Level up, dann ist man schon ein wenig erzürnt. Aber egal, dann machst du halt das Level up. Und da ist er wieder, Mr. Level Up. Angriffskraft bitte erhöhen. Wir wollen ja immer stärkere Hiebe austeilen, nicht wahr? Zack. Rico auf seinem Weg, ein Super Pooper Scooper zu werden. Oh. Die sind doch jetzt kein Problem mehr für uns. Mit unseren neuen Angriffskraftfertigkeiten. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Raum der Stagnation? Naja. Nehmen wir mal die starke Initiative. Obwohl, das ist ja wieder so ein Riesenraum. Na egal, das füllt den Part. Scheiß drauf, denk positiv, Steve. Denk positiv. Aber ich kann dabei nicht positiv denken. So. Schlag gegen die Tür vor Wut. Ich verstehe dich ganz gut, Kumpel. So. Tja, mit der neuen Angriffskraft haben die keine Chance gegen uns. Will sonst noch irgendwer meine neue Angriffskraft spüren? Du natürlich. Irgendwie mag ich das Levelsystem bei Rico mehr als bei Sora, weil hier merkt man wenigstens, dass man stärker wird, wenn man ein Level abbekommt. Gut, bei Sora hat man es an den LP vielleicht gesehen, aber die habe ich ja eh erst zum Schluss erhöht. Aber bei Rico merkt man es halt auch im Angriff, dass du Gegner jetzt einfach schneller besiegst. Das ist das, was für mich ein Rollenspiel ausmacht. Wenn du richtig merkst, dass du einfach stärker wirst und Gegner, die vorher mit drei Hieben tot gegen jetzt mit zwei Hieben tötest zum Beispiel. Das mag ich so an Rollenspielen. Und wegen der Angriffserhöhung hat man eben dieses Gefühl bei Rico. Sehr schön. Ich mag Rico sowieso mehr als Soda. Naja, und die starke Initiative trägt einen kleinen Teil dazu bei, dass es auch so schnell geht. So. Hi. Ja, ja, so muss es gehen, so muss es gehen. So, nichts Bedrohliches. Aber du bist bedrohlich. Ah, schön, wie schnell die Kämpfe einfach um sind. Hey. So. Schon besser. Eben gerade wollte mein PC wieder nicht ganz mitspielen. Böse Gegner, böse Gegner. Hopp, bloß ab. Böse. Komm mir nicht so an. Komm mir nicht so an. Komm her, komm her. Braver Hund. Mit einem Impuls ist alles weg. So wie es sich gehört. Komm her. Komm, du kleiner Keks. Yeah. Oh, bald kommt wieder Mr. Level Up zu Besuch. Wie uns das doch gefällt. Mir fällt gerade so auf, also Rico hat eigentlich normal große Füße. Okay, ja, normal groß ist jetzt nicht so, aber er hat kleinere als Sora, also von den Schuhen her, oder? Also sind schon für seine Größe halt ein bisschen überdimensional, aber Soras sind trotzdem größer, oder? Was meint ihr? Also ich glaube schon. Ich bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, ja. So, hier ist noch einer, genau. So, das sollte hier doch der letzte gewesen sein, bin ich der Meinung. Ich werde jetzt nicht durch diese Tür hier gehen. Dann würde ich ja den Raum nur verändern. Ich gehe zurück, dann einfach hier lang. Ja, so werde ich es machen. Zack. Hallo.
Ja, die Musik hier ist auch ganz schön, aber irgendwie mag ich Agraba trotzdem nicht so sehr. So. Ah, friedlich, wie sie alle schlafen, diese kleinen Puper. Komm mal her. Da ist er wieder, Mr. Level Up. Natürlich auf Vitalitetto. So, jetzt habe ich dreimal Vitalität erhöht. Ich würde als nächstes sagen, wir erhöhen wieder ab jetzt die Sinistra-Punkte. Zack. Ich denke, das ist ein guter Plan. Ein guter Plan. Rico, von den Ständen kannst du dir auch mal was nehmen. Ein Apfel oder so, du musst nicht alles zerhacken. Ich will aber. Ach ja, diese kleinen Gemeinis. Oh, kein Arachnamid diesmal. Aber wieder volles Leben. Wieder schön im Fettwanz mit einem Mahlstrom die Wampe aufgeschlitzt. Wir haben echt nicht zu wenig Leben momentan, finde ich, ganz ehrlich. So, hier können wir jetzt gleich ins Gefugel des Siegers gehen, aber eigentlich wollte ich ja die beiden hier noch füllen. So. Anhaltende Betäubung? Nehmen wir einfach mal den hier. Soll ja schnell gehen, ne? Wir wollen ja noch in diesem Part ein bisschen Action im Schloss des Entfalls haben. So. Ja, das wird schon ein ziemlich knackiger Raum werden. Die Gegner haben doch hier alle keine Chance. Alle keine Chance. So. Und zack. Na, willst du dich mehr anschließen? Natürlich. Alle waren sie einfach tot. Und andauernd verhakt sich kurz mein Aufnahmeprogramm. Ich habe echt keinen Plan, was das ist, aber ich sollte mal in meine kleine Hapag reinkacken, damit sie wieder auch richtig funktioniert. So, hier haben wir keine Sachen drin, aber da ist noch ein kleiner Schatti. Ja, meine Hapag hat nicht ohne Grund einen Trollface-Sticker obendrauf, der bedeutet, dass sie mich gerne verarscht. Was sie auch wirklich tut. Nicht wahr? Ja, Mann. Alle Gegner mit einem Impuls ge-one-hitted. So, ich denke, wir können jetzt hier direkt weiter. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich keine Lust, jetzt den Raum zu machen. Ich werde jetzt einfach ins Refugium des Siegers gehen. Wir haben hier nichts mehr verloren, Freunde. Ist hier noch was? Nope. Wee. Ich wollte zwar alle Räume öffnen, aber wir haben ja fast alle geöffnet, ne? Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich würde ja eh nur die ganzen Kämpfe schneiden und das ist ja eh langweilig. So, jetzt können wir noch einmal schnell spoken. Da. Ah, Mickey Mouse ist unser einziger Freund. Mickey, du bist Avesome. So, wie viele Level-Ups haben wir jetzt hier insgesamt gemacht? Wir hatten ja zwei schon im Petto. Und wie viele haben wir jetzt nochmal gemacht? Ich glaube nochmal zwei, ne? Ja, also vier Level-Ups hier in Agraba. Nice! Huh? What are you supposed to be? Surprised? I guess you should be. After all, I look just like you. I'll tell you what I am. I'm an exact replica of you that Vexen made from your data. So you're a fake me? Not a fake! I don't care if you're real. You're not better. We share the same body and the same talents. But there is one easy way to tell us apart, though. Unlike you, I fear nothing. Are you
Calling me a coward? You're afraid of the dark. The darkness inside you still frightens you, no matter what you say. But I'm different. I embrace the darkness. I can make it do whatever I want. So, I can wipe the floor with you. Denkst du das, Repliku? Denkst du das? Wie sie beide dieselbe Kampfpose haben. Wäre ja noch cooler, wenn ich auch in den Sinistra-Modus käme. So, wow. Hey. Was mich aber verwirrt ist, er weiß, dass er eine Kopie ist. Warum hat er dann, als er die ganze Zeit bei Sora war, so getan, als ob er es halt nicht wüsste? Und dachte, dass er halt der echte Riku wäre und so. Was ist nur vorgefallen? Hör auf mich, die ganze Zeit... Du bist ein gemeiner Stinky. Hör auf damit. Oh, komm schon. Ernsthaft. Uah. Hör auf, die ganze Zeit mich zu stechen. Will mir nicht gefallen. So. Ah, die Dunkelheit. Da ist mein guter alter Freund. Chris. Chris. Dunkelheit gegen Dunkelheit. Wie gefällt dir das? Boah, ich bin auch vor allem voll effektiv gegen den, ey. Zack, 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 zack. Und Fels. Alter. Und tschüss. Weil ich auch keine Angst vor der Dunkelheit habe, Bitch. Ich bin auch nicht ängstlich gegenüber der Dunkelheit. Ich bin männlich. Yay, so männlich für ein Level Up. Freu, freu. In Kreis springen und Tanz. Total männlich. Zack. Oh yeah, sieh wie ich mit einem Finger wackel. Hey, Fake! I thought I heard you say, you were gonna wipe the floor with me. Don't forget, I'm still new. I'll get stronger and stronger. The next time we fight, you're finished. Then let's fight now! It's nice having darkness on my side. You are so missing out. How could you be scared of something that can be so thrilling? Enough! So now the coward is playing tough. So long, real thing. Hope you don't miss me. Come back! No way. I'm not a coward. Tch. Denkt ihr, der wäre cool? Nur wegen der Dunkelheit auf seiner Seite. Tja, dann verfolgen wir ihn doch gleich einfach mal. Komm her, du Stinky. So, how was the real thing? He's spineless. In no time at all, I'll be better than him. In the meantime, would you be interested in meeting another who's considered a hero? You mean Sora. I hear he's somewhere in the castle. You want me to take care of him? We'll see. Yes. I intend to make good use of you. No worries. The real Riku is nothing. Sora won't be either. They're no match for me. Come out! Show yourself, Fake! Fake? Oh no. That's not exactly the right word. What are you saying? Isn't he just a copy of me? More like a model. He is an example of what you should try to be. He accepts the darkness.
just like you once couldn't help but accept me. But now you are afraid. Perhaps you are the one who is being fake. Fake when you pretend to have no fear. When have I been afraid of the dark? Inside of the card worlds, you grappled desperately with the darkness. Desperation is fear. You fight the darkness because it is what frightens you. Be quiet! Stubborn boy. Then continue your fight if you must. Eventually, you will learn. You cannot resist the darkness. Na, wenn er das meint. Oh, vier neue Welten. Arena des Olympus, Wunderland, Halloween Town und Atlantica. Werden wir etwa Winnie Pooh mit Rico nicht besuchen? Winnie Pooh. Oh, Herausforderung vor der inneren Dunkelheit. Das ist aber mal eine lange Trophäe. Okay. Wie ist Repliku so schnell zu den nach unten zu Wechseln Sexion und Lexaeus gekommen? Hier muss irgendwo ein Geheimgang sein. Hinter diesem Stein. Ich muss ihn wegschieben, wie bei Zelda. Das ist ein Schieberätsel. Dann öffnet sich eine Tür und dann öffnet sich so ein Geheimgang. Wie beim allerersten Zelda. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wir haben Repliku kennengelernt. Und anscheinend haben wir ihn sogar noch vor Sora kennengelernt. Das heißt, jetzt in dem Moment müsste Sora, als wir gegen Repliku gekämpft haben, gegen Laxin gekämpft haben. Und, ja, dann trifft ja bald Sora auf. Auch auf Repliku. Aber was verwirrend ist, er scheint ja zu wissen, dass er nur eine Kopie ist. Warum scheint das dann doch wieder nicht bei Sora zu wissen? Das ist ja ziemlich seltsam. Aber wir wissen ja, es gibt ja nicht ohne Grund Namine, nicht wahr? Das ist ziemlich haarig, was auch mir ein bisschen das Herz zerreißt für den armen Repliku. Aber wir werden es ja noch sehen. Ricos Geschichte Nummer... Fick dich. Nummer 3. Während Rico mit der Dunkelheit in seinem Herzen rang, traf er auf jemanden, der genauso aussah wie er. Eine Replik. Gefertigt von Vexen, einem Mitglied der Organisation. Die Replik war in der Lage, die Kräfte der Dunkelheit nach Belieben zu kontrollieren und verhöhnte Rico als Feigling, weil er der Dunkelheit den Rücken kehren wollte. In der Zwischenzeit trat die Rivalität der einzelnen Mitglieder der Organisation immer mehr in den Vordergrund. Sora und Rico scheinen der Grund für ihre Kontrolle des Schlosses zu sein. Aber mit welchem Ziel? Finden Sie es in der nächsten Folge heraus. 72% schon. Na, das geht doch voran. Raumkarten haben wir jetzt wirklich alle. Die Böllerwampe. Ja, der Rückenangriff fügt Gegnerballangriff von hinten mehr Schaden zu. Jafar Genie. Attackenschutz. Der ist ganz in Ordnung, aber benutze ich trotzdem nicht. Raumkarten, das müsste der Joker sein, ne? Ja, der Zufalls-Joker. Dann haben wir jetzt wirklich alle Raumkarten, Weltenkarten, Arena des Olymp, ermöglicht dir das zu besuchen, Wunderland ermöglicht dir das zu besuchen, Halloween Town und nicht zu vergessen Atlantica. So, und dann noch Charaktere. Repliku. Eine Replik von Rico, erschaffen von Vexen auf der Basis von Daten des echten Rico. Im Gegensatz zu Rico kann er frei über die Kräfte der Dunkelheit verfügen, aber die Tatsache, nur eine Kopie zu sein, belastet ihn sehr. Oh, psychische Probleme, kleiner Stinky. So, sonst nichts. Charaktere 2, Jafar Genie. Ein Zauberer und Agrabas königlicher Visier, der durch Magie verwandelt wurde. Jafar Genie erschien Rico als Symbol für die unauslöschliche Dunkelheit in seinem Herzen. Bla 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 bla. Die Herzlosen. Der Vita-Zipfler. Dabdido. So, er ist recht langsam. Bin ich auch. So, der Wüstenräuber. Er schwingt sein Säbel mit viel Geschick. Er schwingt sein Ding. Frontale Angriffe verpuffen einfach gegen seinen Puffbauch. So, sonst nichts. Sonst nichts. Sonst nichts. Jo, ich würde mal sagen, das hat doch gut den Part gefüllt. Weltenkarten. Wir haben jetzt 4 weitere Welten. Dann können wir jetzt bis zum 7., 6., 5., 4. Kellergeschoss vordringen. Ich frage mich immer noch, wo eigentlich genau Sexion, Lexaeus und Vexen jetzt sitzen, weil die sehen ja aus wie richtige Kellerkinder. Die haben ja nicht mal Licht dort, wo sie sind. Das ist ja übel dunkel einfach mal. Das sind ja richtige Kellerkinder, richtige Gamer. Ach ja. Ich frage mich aber wirklich, wo die sitzen, weil wir sind ja hier ganz unten im 12. Kellergeschoss gespawnt.
Vielleicht sind die drei noch tiefer und sind im 13. Kellergeschoss direkt unter uns gewesen, weil es ja richtig fucking dunkel dort unten war. Aber das würde keinen Sinn ergeben, wie Repliku da hingekommen ist, obwohl wahrscheinlich hat er sich einfach geportet, wie die es auch immer machen. Ich meine, er kontrolliert ja die Dunkelheit, also kann er wahrscheinlich sich auch porten. Damit wäre das gelöst. Porting, das kann nur, wer die Dunkelheit kontrolliert. Gemeine Cheater. Aber ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter, meine lieben Freunde. Es wird noch viel passieren hier mit Riku und mit Repliku. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part, Freunde. Ciao.